Peace, Leute, was geht? Broski's back. Herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video. Auf meinem Zweitkanal ist es verdammt heiß draußen. Es sind mal wieder knapp 30 Grad im wunderschönen Herne. Und heute ist ein ultra besonderer Tag für mich, Freunde. Der ein oder andere hat es schon auf Instagram gesehen gestern. Das Video hier wird am Samstag kommen. Heute ist Freitag. Und zwar hatte ich heute Morgen den Notartermin. Sprich, ich bin jetzt offizieller Eigentümer einer Doppelhaushälfte, die ich mir hier im wunderschönen Herne geholt habe. Und dementsprechend, ich hatte es ja auch damals schon im Ankündigungsvideo für diesen Kanal gesagt und auch schon in dem Q&A, was vor ein paar Tagen gekommen ist, ich habe ultra Lust, mit euch zusammen das alles festzuhalten, sprich so ein kleines Videotagebuch darüber zu machen. Ich werde jetzt nicht Daily Vlogger oder so, auf gar keinen Fall, da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber alles, was so rund um das Haus passiert, da würde ich euch sehr gerne mitnehmen. Ich bin mal gespannt auf euer Feedback. Wenn ihr das feiert, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten kann ich hier nur noch mal sagen, Jungs, da kann man auch mal hier die Sonnenbrille abziehen. Vielen, 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 vielen Dank. Ich ziehe aber doch wieder auf, Alter, weil viel zu heiß und viel zu Blendung, ihr wisst Bescheid. Ne, Freunde, vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der mir das hier ermöglicht, sei es auf dem Hauptkanal, sei es auf dem Stream-Highlight-Kanal, sei es hier auf dem Kanal, was mich auch schon freut, dass ihr hier alle so zahlreich am Start seid. Wer mich supportet, vielen, 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 vielen Dank. Ich weiß ganz genau, wem ich das zu verdanken habe, und zwar jedem Einzelnen aus meiner Community, egal wie ihr mich unterstützt. Das ist einfach nur krank, dass ich mir mittlerweile nach über 9 Jahren YouTube sowas ja, leisten kann, beziehungsweise dass mir sowas ermöglicht wird. Das ist, denke ich mal, im Alter von gerade mal 21 Jahren nicht selbstverständlich. Deshalb, Männer, vielen, vielen Dank dafür. Und wir gehen jetzt hier mal ganz fix raus. Gehen jetzt hier mal gleich auf die Baustelle. Die Teasy-Jungs haben so ein ähnliches Projekt am Laufen. Die sind ja schon ein Stück weiter mit ihren Häusern. Das könnt ihr sehr gerne auf jeden Fall auch abchecken. Das würde mich freuen. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auf die Baustelle. Wie gesagt, lasst einen Daumen da, wenn ihr das feiert. Kommentiert mal, was ihr noch alles so sehen wollt. Haus-Update-mäßig. Da wird es demnächst, denke ich mal, einiges geben. Ja, Freunde. Und dann würde ich sagen, gehen wir los. Ich bin halt komplett frisch auf der Baustelle. Ja, ich zeige euch das gleich mal. Morgen kommt übrigens noch ein neues Video hier auf dem Kanal online. Making of zum Polo Ferrari Track könnt ihr euch auch sehr gerne reinziehen. So, hier links sind die Männer auch schon am Werken. Ja, da stehen die ersten Häuser, sind schon auf dem Weg. Das sieht auch schon ganz gut aus. So, hier hinten kommen wir der Geschichte schon ein bisschen näher. So sehen die Dinger fertig aus, aber da bin ich noch lange nicht. Hier gibt es zwei unterschiedliche Bauabschnitte. Ja, das ist total krass, Freunde, müsst ihr euch vorstellen. Vor ungefähr einem Monat war hier noch gar nichts. Die sind so krass am Loslegen aktuell. Es wird wirklich immer größer. Das Ganze ist ja hier so eine kleine Siedlung, wo ich mich ansiedeln werde. Und ich bin leider im zweiten Bauabschnitt. Tut ein bisschen weh. Meins dauert noch ein bisschen. So, und hier sind wir dran, Männer. Das soll's werden, das Haus. Also ich meine, ist schon eine Entwicklung zu sehen. Vor 2 Wochen war hier noch ein großer Hügel. Guck mal, jetzt habe ich hier, ich habe schon Rohr. Ja. Und irgendwas Bemaltes. So sieht es aktuell aus. Ihr müsst euch vorstellen, das Ganze ist eine Doppelhaushälfte, das hatte ich ja schon mal gesagt. Sprich, hier links ist ein Nachbar. Hier rechts bin ich. Und da ist dann noch ein Nachbar. Aber hier kommt dann Garagenstellplatz zwischen. Das heißt, ich habe einen direkt anliegenden Nachbar und einen nicht direkt anliegenden Nachbar. Und ja, bis jetzt habe ich 2 Kanten, ein Rohr und ein paar Bretter. Ja, Freunde, viel gibt es noch gar nicht zu zeigen, weil, wie gesagt, bei mir erst in 2-3 Wochen richtig erst losgelegt wird. Die anderen sind schon ein Stück weiter. Ich leider noch nicht, da kannst du nichts machen. Ja. Ich muss noch nächstes Jahr bis ungefähr September oder Oktober warten. Es tut ein bisschen weh. Aber ja, ich wollte euch einfach nur mal mitnehmen. Erster Tag jetzt als offizieller Eigentümer. Heute Morgen wurde das ganze Zeug unterschrieben. Ich hatte erst überlegt, ob ich euch vielleicht auch mit zum Notar nehme, aber das wäre ein bisschen too much geworden. Ich bin auch kein Profi-Vlogger, es wird wahrscheinlich auch kein langes Video sein. Ich wollte euch nur einmal kurz ein Update geben und auch für mich persönlich dieses Ereignis festhalten, weil das ist bis jetzt mit Abstand der krasseste Tag bei mir, in meinem kleinen Leben. Und ja, ich freue mich an jeden, der daran teilhat. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ihr werdet es wahrscheinlich bei mir gestern in der Insta-Story gesehen haben. Ich muss jetzt zum Europapark für Schalker Leben, ja, für meine coole Kooperation mit den Jungs. Da muss ich jetzt hin. Ah, wieder schön ins Auto. Ich hoffe, wie gesagt, dieses kurze Update hat euch gefallen. Wenn ja,
Lasst auf jeden Fall einen Daumen da, wenn ihr da Bock auf diese Videos habt. Boah, ich fange auch schon wieder an, auf der Stirn zu ölen. Das ist so heiß draußen. Ich muss erstmal, Sekunde, ich mache erstmal Klimaanlage an hier. So, deutlich besser, Freunde. Also, macht's gut. Morgen Making of Polo Ferrari. Könnt ihr sehr gerne abchecken. Kommt bei mir morgen auf dem Broski-Kanal online. Und natürlich auf dem Main-Kanal, das Musikvideo. Ganz klare Geschichte. Checkt's auf jeden Fall ab. Ich bedanke mich wie immer an jeden, der hier den Zweitkanal auch abonniert. Wir sind schon knapp 50.000 Abonnenten. Das ist mega verrückt. Vielen, vielen Dank an jeden, der da am Start ist. Und ja, wie gesagt, kein besonders krasses Video. Solche Sachen sollen hier aber auch auf den Zweitkanal kommen. Einfach so ein paar kurze Update-Videos. Wie gesagt, für mich ist es ein ultra besonderer Tag. Erster Tag als wirklicher Hauseigentümer. Auch wenn das Haus noch lange nicht steht, das dauert noch über ein Jahr. Das soll aber ein Startschuss dieser kleinen Miniserie sein. Ich habe da übertriebenes Bock drauf. Ich werde alles mit euch zusammen filmen. Sprich den ersten Spatenstich, wenn die erste Wand steht, die Küche, den Gaming-Keller und fucking nochmal der Gaming-Keller, auf den freue ich mich so übertrieben. Ihr werdet alles miterleben. Ich werde alles für euch hier auf dem Zweitkanal vloggen, falls ihr das Ganze feiert. Wie gesagt, dann lasst einen Daumen da. Ich bin gespannt, ob ihr Bock auf diese Serie habt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bis dahin. Macht's gut, haut rein und ab morgen 0 Uhr Polo Ferrari Stream. Ne? Klare Geschichte.